Jungs und Mädels, was geht ab? Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir bei Rocket League ganz einfach ein Freundschaftsspiel erstellen können, sodass wir dann entweder 1 gegen 1 oder auch 2 gegen 2 gegen unsere Freunde spielen. Im Prinzip ist das Ganze wirklich sehr, sehr einfach. Als allererstes müssen wir natürlich einmal Rocket League öffnen. Die nächste Bedingung ist, dass ihr mit der Person bereits befreundet seid, aber davon gehe ich mal sehr stark aus. Als nächstes klicken wir dann hier unten rechts neben unserem Profil bzw. neben diesem Banner hier einfach auf Gruppe erstellen und dann haben wir schon eine Gruppe erstellt bzw. hier können wir dann eben die Leute in unsere Gruppe einladen. In meinem Fall sind aber leider gerade keine Freunde online. Falls aber Leute online wären, dann würden die hier angezeigt werden und dann könnte ich die ganz einfach in meine Gruppe einladen. Das müsst ihr also auf jeden Fall auch einmal machen. Sobald dann alle Leute in der Gruppe sind, mit denen ihr dieses Freundschaftsspiel machen wollt, ob das jetzt einer ist für einen 1 gegen 1 oder ob das noch drei andere Leute sind, sodass ihr 2 gegen 2 machen könnt, spielt erstmal keine Rolle. Sobald alle Leute drinnen sind, klicken wir hier oben einmal auf Spielen. Dann klicken wir hier auf benutzerdefinierte Spiele, dann auf Freundschaftsspiel und dann können wir hier als erstes mal den Spielmodus auswählen. Das lassen wir natürlich einmal bei Blechfußball. Dann die Arena, da wählen wir am besten auf jeden Fall das DFH-Stadion, die Teamgröße. Das hängt dann eben davon ab, was ihr spielen wollt. Ihr könnt 1 vs 1 wählen, 2 vs 2, 3 gegen 3 oder auch 4 gegen 4. Die 4 Möglichkeiten gibt es. Ich nehme jetzt einfach mal 1 gegen 1. Bot-Schwierigkeitsgrad, hier wählen wir auf jeden Fall keine Bots. Und dann könnten wir jetzt rein theoretisch auch noch die Teameinstellungen ändern. Beispielsweise den Namen von den Teams, der ist normalerweise nämlich auf blau und orange eingestellt. Oder auch die Farbe, all das könnte man hier ändern. Aber ob man das jetzt unbedingt so braucht, ist natürlich mal dahingestellt. Und zu guter Letzt dann hier noch die Mutator-Einstellungen. Das sind dann praktisch also einfach die Spieleinstellungen. Die sind normalerweise immer auf Standard gesetzt. Ihr seht es ja hier bei Gewicht, bei Größe, bei Abprallkraft. Also da gibt es auf jeden Fall ganz viele Sachen. Das Einzige, was hier, denke ich mal, relativ interessant ist, ist die Spiellänge. Und zwar ist die normalerweise auf 5 Minuten eingestellt. Hier können wir aber auch 10 oder 20 Minuten auswählen oder sogar unbegrenzt. Zu guter Letzt, um das Spiel dann zu erstellen, gehen wir einfach einmal zurück und klicken hier auf Spiel erstellen. Und dann kann ich hier eben auch noch auswählen, in welches Team ich beitreten will. Das können eure Freunde dann, wenn ihr mit mehreren spielt, natürlich auch noch machen, damit ihr wirklich die richtigen Teams auswählen könnt. In dem Sinne, ich trete jetzt einfach mal heim bei und ihr seht schon, dann spiele ich jetzt Rocket League. Weil ich gerade aber natürlich alleine in einer Lobby bin, habe ich hier keinen anderen, sondern ich spiele jetzt eben alleine. Wenn ich aber noch, wie gesagt, mit einem Freund in der Lobby vorher gewesen wäre, dann würde ich jetzt also gegen ihn ein 1 gegen 1 spielen. So einfach funktioniert das Ganze also mit den Freundschaftsspielen in Rocket League. Falls ich euch mit diesem Video hier etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich wirklich sehr über den Like freuen. Kuss fürs Zuschauen und haut rein!